Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Frau Bundesministerin, ich weiß ja nicht, ob ich nach dem letzten Landesverteidigungsausschuss zu voreilig bin und vielleicht ein bisschen blauäugig, oder ob das vielleicht wirklich der Beginn einer ganz großartigen Freundschaft werden könnte. Ich bin da noch vorsichtig und möchte nicht vorschnell sozusagen urteilen, aber die Hoffnung ist natürlich, dass das Herz, dass Sie ein großes Herz auch für Kärnten haben und die Situation, nämlich dieses Hubschrauberstützpunktes in Klagenfurt, auch nicht nur prüfen wollen, sondern vorantreiben wollen. Worum geht es für alle, die die Situation nicht kennen? Kärnten hat eine Besonderheit im Fall von Unwettern, Waldbrände, Murenabgänge, im Fall von überraschenden Naturkatastrophen ist es oft nicht möglich, dass ein Hubschrauber von Eigen über den südlichen Alpenhauptkamm aufgrund des Wetters auch nach Klagenfurt überstellt werden kann. Und dann gibt es konkret in Kärnten die Situation, dass wir im Katastrophenfall keinen Hubschrauber für Erkundungsflüge, für ausbrechende Waldbrände zum Beispiel vor Ort haben. Die Katastrophen haben wir in der Vergangenheit leider erleben müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch eine fixe Stationierung in Klagenfurt eines Bundesheer-Hubschraubers haben. Der Bundesminister, der damalige Doskozil, ich muss sagen, das sage ich auch sehr aus einer neutralen Perspektive, hat ein großes Herz für Kärnten bewiesen gehabt. Er hat erkannt, wie wichtig die Stationierung auch im Süden von Österreich ist. Und deswegen war es wichtig, dass wir diese Debatte miteinander führen und eine ständige Stationierung des Hubschraubers in Kärnten zustande bringen. In der Zwischenzeit haben wir es nicht ganz geschafft. Hier haben jetzt sich gemeinsam dazu bekannt, die Regierungsparteien als ersten Schritt, dass nach Instandsetzung, sozusagen nach der Anschaffung der neuen Mehrzweck-Hubschrauberflotte, auch eine ständige Stationierung in Kärnten und in Klagenfurt geprüft ist. Das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Die Bitte ist nur, und das sage ich dazu, es hat jetzt leider in Corona-Zeiten eine heimliche Ausdünnung gegeben. Wir haben 80% der Zeit am Hubschrauberstützpunkt Klagenfurt einen Hubschrauber immer bisher gehabt. Und im gegenständlichen Entschließungsantrag steht auf einmal die Zahl von 50%. Das heißt, das geht natürlich schon in die falsche Richtung. Aber ich möchte ja positiv enden. Ich bete auch in Ihre Richtung. Also, wir werden es miteinander hinkriegen. Vielleicht können Sie sozusagen, dass es ein bisschen mehr noch dokumentiert ist, den guten Willen auch noch ganz kurz mit ein paar Worten hier sozusagen auch ans Hohe Haus richten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir eine Lösung finden. Das geht nicht nur um Lokalpatriotismus, sondern wirklich um Schutz, um Hilfe für die Kärntner Bevölkerung. Das hat die Vergangenheit gezeigt und es wäre wirklich ein wichtiges Signal auch für Kärnten und für den Schutz der Kärntner Bevölkerung. Ich bitte also alle Parteien hier wirklich um Unterstützung. Philipp Kucher von der SPÖ sagt, dass es dem Schutz und der Hilfe der Kärntner Bevölkerung gut tun würde, wenn es eine fixe Stationierung eines Hubschraubers am Hubschrauberstützpunkt in Klagenfurt gäbe.